Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Gangland. Ja, wir sind gerade dabei, hier uns ein bisschen aufzurüsten für den Boss, der uns das Leben schwer macht. Wir haben die Angriffe jetzt soweit abgewehrt, aber es kommt auch immer mal wieder zu Angriffen. Der Ton ist ein bisschen weg, ich weiß nicht, was mit der Musik gerade los ist. Ich kann das Spiel aber nicht neu starten, weil man die Speicherfunktion nicht hat. Und ja, ich würde sonst hier den Fortschritt wieder verlieren. Ein LKW wollen wir auch nicht haben. Ja, wir warten noch, bis wir hier vielleicht so zwei, drei Sniper haben, die ein bisschen aufpassen können hier. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir zum Gegenangriff blasen. Und ja, Munition brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Das wäre schön, wenn uns die nochmal angeboten wird. Entweder Dumm-Dumm-Geschosse oder eben die Explosivmunition, welche natürlich noch besser ist. Ja, alle Handlager haben wir soweit. Wir können leider keine weiteren anheuern. Hier wird uns eine Big Mama angeboten für Alkohol, aber Alkohol produzieren wir leider nicht. Und auch hier hinten haben wir leider ein Gebäude verloren. Das ja, macht hier wahrscheinlich die Antiquitäten für uns. So, ein Dieb für Gallonen Alkohol können wir auch nicht machen. Ja, momentan ist es ruhig. Wir werden gerade nicht angegriffen. Was natürlich super ist. So, diese Aufträge, die uns immer wieder mitgeteilt werden, die sind uninteressant. Da ist die Musik jetzt wieder da. Vielleicht war es auch einfach nur gerade ruhig. Okay, merken wir uns. Ist manchmal so, dass es vielleicht einfach ein bisschen ruhig ist im Spiel. Ohne die Musik. So, nein, machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, und unser Bambino, der wird halt irgendwann auch groß. In der Kampagne ist es so, dass erst in der nächsten Mission, glaube ich, immer erwachsen wird. Und im Multiplayer-Match oder sowas, oder wenn ihr gegen Computer spielt, dann wird er auch jetzt mit der Zeit groß. Also mittlerweile sollte er eigentlich schon groß sein, aber ja, das ist in der Kampagne so gewollt, dass er erstmal klein bleibt. So, das können wir auch nicht gebrauchen. Wundert mich, dass wir hier gar keine Scharfschützen angeboten bekommen. Ich bin bereit, der Gang beizutreten. Sprengen Sie ein Gebäude. Nein, danke. Das Ding ist auch immer, wenn wir ein Gebäude sprengen, da verlieren wir natürlich auch die Einkünfte. Na, wenn er jetzt irgendwie sagt, so von dem Gegner hier sollen wir das sprengen und wir wollen das irgendwann übernehmen, geht dann nicht mehr, weil es nicht mehr da ist. Das ist das Problem. Straßenwagen brauchen wir auch nicht. So ein Hammer wäre geil. Die halten am meisten aus. Kosten auch ein bisschen was, aber ja, 408.000 Dollar haben wir schon. Bald sind wir Millionär, Leute. Okay. Es tut mir leid, das ist jetzt natürlich nicht so spannend, aber es bringt natürlich auch nichts, wenn wir so zum Angriff jetzt übergehen. Und am Ende sitzen wir dann wieder da und machen alles von vorne. So, und ich würde schon gerne mittels Auto eigentlich angreifen. Ihr braucht mich in eurer, damit wir dann noch ein bisschen Puffer haben. Also, dass wir ein paar Gegner ausschalten können, aber nicht gleich selber an Gesundheit verlieren. Ihr braucht einen Kerl wie mich. Wenn Sie Muskeln brauchen, ich bin hier. So, wieder springen Sie ein Gebäude? Nein, danke. Da kriegen wir sogar nur 10.000 Dollar für. Ist das ein Witz? Zwei Diebe? Nein, danke.
So, 25 Stücke Fahrzeugteile können wir eigentlich mal machen. Können wir noch ein bisschen mehr Geld. Da haben wir schon so viel mittlerweile. Irgendwie müssen wir das auch mal ausgeben. Tja, Leute, auch einen Kleinwagen können wir nicht gebrauchen. Da passen auch nur zwei rein. Den Stadtwagen hätten wir nehmen können für 8000, aber der hält halt auch gar nichts aus. Das ist fast egal, ob wir hinfahren oder nicht. Da, das wäre jetzt ein Ziel, wenn wir das ausschalten, kriegen wir auch nochmal Geld. Aber wie gesagt, das brauchen wir gar nicht. Momentan zumindest nicht. Ich bin bereit, der Gang beizutreten. Medikits, ja, die nehmen wir mit. Munition haben wir mittlerweile auch ein bisschen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ihr braucht mich in eurer Gang. Ja, was diese ganzen Zeichen hier oben auch zu sagen haben, weiß ich gar nicht so genau. Zwei Scharfschützen, endlich. Das wurde aber auch mal Zeit jetzt. So, ihr holt euch mal direkt neue Waffen. Oder wir gehen alle zum Angriff über und die Scharfschützen machen das Ganze aus der Entfernung so ein bisschen. Ich mach mal ein wenig langsam. Das können wir machen, wenn wir kein Auto jetzt kriegen. Und ja, ist natürlich auch immer wichtig, dass die am besten ausgestattet sind. Deswegen versuchen wir auch hier die Scharfschützen nochmal ein wenig aufzurüsten. Die haben dann, glaube ich, schallgedämpfte Scharfschützengewehre, die auch ein bisschen mehr Schaden machen. Ob das am Ende einen Unterschied macht, ich weiß es nicht, Leute, aber jawohl, wir nutzen natürlich jeden Vorteil, den wir irgendwie haben können. Boah, der ist auch schon fast tot hier. So, wir kaufen die beiden 20.000. Ist doch fast nix. Er wird den leisten, wie ihm geschieht. So, den können wir mal ausschalten. So, Lösegeld bekommen. Mal eben 14.000. So, dann könnt ihr zurückkommen. So, eine Big Mama bekommen wir hier, wenn wir drei Gegner ausschalten. Dabei ist es egal, ob das Polizisten sind, feindliche Gangster oder ja, sonst irgendwas. Wir sprengen sie ein Gebäude für eine Big Mama. Nein, danke. So, es wird langsam. Wenn wir jetzt irgendwie vielleicht nochmal ein, zwei Scharfschützen dazu bekommen oder ein Auto, dann geht das los, Leute. Dann machen wir Angriff. Ihr braucht mich in eurer Gang. Oder würde ich sagen, gehen wir einfach alle zusammen los. That's the plan. Können natürlich auch nochmal gucken, ob wir hier rüber gehen. Würde ich fast sagen. Weil dann können wir den Laden hier nochmal übernehmen. So, Antiquitäten für ein bisschen Geld. Nein, machen wir nicht. Ja, es hat aber auch ganz schön lange Wumm hier, ne? Ich bin bereit, der Gang beizutreten. So, normale Geschosse kaufen wir. Munition nehmen wir mit. So, wir knacken bald die 500.000. So, nein, danke. Hier steht die Polizei vor. Bringen Sie ein Gebäude. Nein, danke. Die sind halt auch ein bisschen besser als die normalen Streifenpolizisten. Die kommen irgendwann, wenn wir hier zu viele Tote haben im Viertel. 5 Gallonen Alkohol können wir uns nicht leisten, wir haben keinen Alkohol.
Haben wir nicht. Ihr braucht einen Kerl wie mich. So, Explosivgeschosse wären auch nochmal gut, wenn die uns angeboten werden würden. Da wäre ich schon sehr zufrieden mit. Da war mal kurz die Cam-Verbindung weg. So, mitten in der Stadt, der 16.000 einbringen, brauchen wir nicht. Ich bin bereit, der Gang beizutreten. So, Fahrzeugteile für eine Big Mama, nein. Das ist die einzige Möglichkeit, unsere Manpower noch ein bisschen zu erhöhen hier unten. Die sind begrenzt hier unten und hier, ich glaube, auch irgendwann begrenzt, aber da können wir jetzt zusätzlich halt noch welche dazu holen, wie eben die Scharfschützen. Deswegen warte ich da auch ein bisschen drauf. Aber wir haben kein Glück bei der Angebotsaufgabe hier. Da haben wir leider kein Glück. Dauert ein bisschen. Ja, hier werden die Fahrzeugteile produziert. Hier unten die Antiquitäten, wenn wir sie dann übernommen haben. Und ich glaube hier die illegalen Güter. So, Antiquitäten für Medikits machen wir. Alkohol haben wir nicht. Ja, Leute, ich weiß auch nicht. Sollen wir es wagen oder? Ich brauche Action. Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Munition hier reicht, die mittlere. Weil mit der normalen ist das irgendwie nicht so cool. Die Gegner bleiben dann so lange am Leben. Obwohl, wir haben schon eine ganz schöne Truppe hier. Sie Muskeln brauchen. Ich bin hier. Alles klar. So, wir warten noch ein paar Anrufe ab und dann machen wir uns sonst auf den Weg und ja, das ist cool. Und riskieren das einfach mal. Ihr braucht einen Kerl wie mich. Weiß ich, ich würde den vielleicht sogar noch hier lassen, bei unserer Ehefrau. Und den Rest vielleicht mitnehmen, damit hier zumindest einer irgendwie ist. Wäre schon blöd sonst, wenn wir hier gar keinen haben. Ihr braucht einen Kerl wie mich. Und eigentlich würde ich auch vielleicht zwei Scharfschützen nochmal hier lassen. Ach, Mann, das ist so, wenn wir jetzt zum Angriff übergehen mit dem ganzen Trupp. Und hier kommt einer her und tötet unsere Frau. Ja, dann ist vorbei. Ich bin bereit, der Gang. Egal, wir riskieren das jetzt, Leute. Wir riskieren das einfach mal. Ohne Auto. Das Ganze auch noch ohne Auto. So, wir fangen da an und übernehmen das Geschäft nochmal. Der Gegner hat uns jetzt auch größtenteils in Ruhe gelassen, zum Glück. Also wir hätten da echt ein bisschen Zeit jetzt ja, uns zu sammeln und ein bisschen Munition zu sparen. Das ist halt auch immer das Ding, wenn die kontinuierlich angreifen, ja, dann laufen auch Gefahr, irgendwann keine Munition mehr zu haben. Ja. Aber jetzt mittlerweile sollte das, glaube ich, kein Thema sein. Lassen wir die Party mal steigen. Du kannst mich da. Okay, wir teilen 50-50. Yeah!
So, Leute, wir gehen zum Angriff über. Drückt echt die Daumen, dass das was wird hier. Und wir warten vielleicht auch ein bisschen auf... Ach, guck mal, ein Bazooka-Typ hier. Karamba. Ja, den könnt ihr mal ausschalten, ihr Scharfschützen. Dafür seid ihr da. Genau für sowas. Okay, dann leveln wir die nämlich auch gleich nochmal auf. Das ist gut. Vielleicht gehen wir jetzt einfach nur mal ein bisschen langsamer, damit die auch hinterherkommen hier. Okay, der liegt. Der hat zwar eine Kiste fallen lassen, aber nicht so wild. Darauf können Sie wetten, Boss. So, da unten ist das Büro irgendwo von dem Boss. Ich möchte auch in keinen Hinterhalt laufen. Da ist ein Bombenattentäter. Der sollte uns aber eigentlich nicht gefährlich werden. Da kommen sie. Okay, jetzt wird's kritisch. Okay, halt euch mal hoch, der Rest, und mit den restlichen Leuten greifen wir an. Okay, Leute, hier ist das Büro. Und gerade niemand weit und breit. Hier kommt raus. So, wir heilen uns noch mal hoch. Das war kein so guter Angriff hier gerade. Und da sind ganz schön viele Leute drin. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich würde hier die Wache an der Tür auf jeden Fall gerne mal ausschalten. Verdammt, schon zwei Handlanger wieder verloren. Wir müssen halt auf Mario auf jeden Fall aufpassen. Nein. Komm raus. Okay, wir ziehen uns zurück, Leute. Das war ja nix. Ah, verdammt. Alle Truppen erledigt worden. So, das heißt, wir müssen uns schleunigst wieder regenerieren. Schleunigst neue Leute anheuern. Wir können froh sein, dass wir nochmal mit dem Leben davon gekommen sind. Ach, Leute, hier ist was los, sag ich euch. Ja, nee, das riskieren wir jetzt nicht, hier den Waffenladen zu übernehmen und dann kommen nachher die gegnerischen Truppen. Ich habe kurz überlegt, aber nein. Machen wir nicht. Wenn Sie Muskeln brauchen, ich bin hier. Ich bin bereit, der Gang.
Ja, Muskelprotze sind, glaube ich, auch nicht so der Schlüssel. Das mit den Scharfschützen war schon ganz nice, aber auch die sind leider gestorben. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal wieder neu aufbauen. Aber ich glaube, dass wir eben schon einen guten Schlag zugesetzt haben. Davon wird er sich auch nicht so schnell wieder erholen. So, da wäre einer. Und von denen auch nochmal zwei. Also die gleiche Konstellation würde ich eigentlich beibehalten wollen. Okay, wir werden angegriffen. Und natürlich wieder hier. Ja, den Laden werden wir verlieren, Leute. Das nützt nichts. Ich bin euer Mann, Kerl wie mich. So, jetzt heilen wir uns nochmal komplett hoch. Und dann müssen wir in der nächsten Folge auch wieder darauf achten, dass wir hier vielleicht irgendwie ein, zwei Scharfschützen bekommen. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Und ja, das Glück war mehr auf unserer Seite diesmal, dass Mario hier nochmal entwischt ist. Also es war schon kurz vor knapp, dass der tot war. Lassen wir die Da können wir Falle vom nicht Glück sagen, schlagen. dass wir da rausgekommen sind aus dem Schlamassel. Ich bin Ihr Mann. So, den nehmen wir mit. Ja, ich brauche Action. So, wir könnten die jetzt natürlich noch weiter anheuern. Aber wollen wir eigentlich nicht. Aha, hier kommt gerade noch mal einer. Können wir auch nicht anheuern, verdammt. Ja, ich hoffe halt, dass die zwei noch mal gehen. Dass wir noch mal von den Bodyguards hier welche bekommen. Gut, Leute, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir den Boss dann endlich mal legen können. Und ja, lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also bis dahin.